Handwerk und Spitzensport, das verbinden Dennis Rohnert und André Marx auf beeindruckende Weise. Der eine, Dennis Rohnert, ist Stuckateur und Boxweltmeister. Der andere, André Marx, ist Tischler und Fußballer im Kader der TuS Koblenz. Mit der Entscheidung, Handwerk und Sport zu kombinieren, verbindet sich auch Arbeit im Unternehmen und ein stundenlanges tägliches Trainingsprogramm abzuspulen. Morgens um 6 Uhr aufstehen, 8 bis 10 Stunden Arbeit, dann umziehen und trainieren. Manchmal bis 22, 23 Uhr. Das ist eine Doppelbelastung, die viel Disziplin und Unterstützung durch Familie, Handwerksbetriebe, Chefs und Trainer voraussetzt. Doch bei aller Hilfe und Schaffung idealer Rahmenbedingungen, es sind in erster Linie Dennis Rohnert und André Marx selbst, die sich diesen persönlichen, oft körperlichen Herausforderungen zu stellen haben. Klar gibt es Tage, wo es halt ziemlich stressig ist. Oder wir haben ja auch Tage in der Woche, wo wir zweimal Training haben. Dann kann ich halt gar nicht in die Werkstatt. Aber meist, es ist halt schon wirklich mit viel Stress verbunden, der Ganze. Weil es halt vieles hin und her fahren, morgens nach Koblenz, dann mittags hierhin oder umgedreht. Aber da bin ich eigentlich ganz froh, dass meine Familie mich da so unterstützt. Auch meine Freundin, die unterstützt mich da. Die hat auch gesagt, als ich das Angebot von Koblenz bekommen habe, dass ich auf jeden Fall wahrnehmen soll. Was halt natürlich auch ganz wichtig war, war mit meinem Chef zu reden, dass er mir das überhaupt ermöglicht hat, den Schritt zu machen, nach Koblenz Fußballspielen zu gehen. Und darüber bin ich halt ganz froh, dass er gesagt hat, ja, er macht das mit der Doppelbelastung, beziehungsweise hier in der Werkstatt fehle ich dann den halben Tag oder manchmal auch den ganzen Tag. Aber dann bin ich halt nachmittags wieder da und muss dann halt hier auch Vollgas geben, genauso wie am Platz in Koblenz. Ich bin selber sportbegeistert, früher selber Fußball gespielt und ich kann mich genau in die Lage vom André versetzen. Ne? Ich habe auch keinen Moment gezögert, als er zu mir kam und hat gesagt, so, ich habe ein Angebot vom TuS Koblenz. Ne? So und so sieht es aus und ich habe dann eventuell nur noch einen Bruchteil von der Zeit, die ich hierhin kommen kann. Ne? Und wie gesagt, von der Seite her habe ich ihm nie einen Stein in den Weg gelegt. Und wie es weitergeht, das muss er letztendlich entscheiden. Ne? Hier ist er nach wie vor herzlich willkommen, wir können jeden Mann brauchen. Der kommt wunderbar klar hier, ein super Betriebsklima und von daher gesehen sind wir froh, dass wir ihn haben. Ne? Ein gutes Betriebsklima ist Ralf Sesterhen wichtig. Und so nimmt man in der Schreinerei mit Sitz in Rhös nicht nur auf den Trainingsplan des fußballspielenden Kollegen Rücksicht, sondern drückt ihm auch noch auf dem Fußballplatz die Daumen und fiebert mit. Ich habe eine Dauerkarte und bei jedem Heimspiel, wenn es die Zeit erlaubt und den Terminkalender erlaubt, bin ich auf jeden Fall dabei. So wird im Betrieb nicht nur über Holz gesprochen, sondern wird auch über die Leistungen der TuS Koblenz und natürlich über den individuellen Anteil am Erfolg und Misserfolg von André Marx geredet. Dabei kann Tischlermeister Sesterhen, selbst seit Jahrzehnten aktiver Fußballer, sicherlich wichtige Beiträge leisten, die Schützling André Marx ernst nimmt und als das versteht, was es ist. Hilfe bei der weiteren Entwicklung, die das Unternehmen als Arbeitgeber seinerseits übernimmt. Flexible Arbeitszeiten und eine tolerante Gestaltung der Arbeitsabläufe machen es möglich, denn ohne finanzielle Grundabsicherung bleibt der Sport auf der Strecke. Am Tag vorher kriege ich dann eine Info, wieder per WhatsApp oder per SMS, er ist da oder er ist nicht da. Und dementsprechend werden wir dann den Arbeitstag einrichten. Ne? Entweder fahren wir auf Montage, wo wir ihn brauchen, oder leben in der Werkstatt, wo er dann auch mit eingesetzt wird. Ne? So sieht es momentan leider aus, aber wir sind ja tolerant. Ohne geht es gar nicht. Ne? Wir sind froh, dass wir ihn noch haben. Hier und da können wir schon noch einen Mann dazu gebrauchen, aber wir hoffen, dass vielleicht im Laufe der Saison, dass er ein paar Stunden mehr machen kann bei uns. Ne? Warten wir mal ab. Und im Laufe der Saison sollte es auch mit der TuS Koblenz bergauf gehen, die aktuell unter ihren Möglichkeiten bleibt, denn das Leistungspotenzial ist vorhanden. Fußballer und Handwerker André Marx über Pläne und Platzierungen in Sport und Beruf. Mit der Koblenz oben dabei spielen, also nicht da, wo wir jetzt sind. Das ist auch nicht unser Anspruch und die Mannschaft ist auch viel besser, wie der Tabellenplatz es jetzt darstellt. Und natürlich würde ich, solange es geht, will ich natürlich Schreiner bleiben. Ne? Und was sich dann ergibt mit dem Fußball, das weiß man halt nie. Aber mein Hauptaugenmerk liegt immer noch darauf, weiter Schreiner zu machen. Weil das ist der Beruf, den ich mir ausgewählt habe vor 7 Jahren. Und da stehe ich auch voll und ganz dahinter und will das auch weitermachen. Das ist ganz klar. Die Doppelbelastung aus Sport und Beruf ist auch für Boxweltmeister Dennis Rohnert aus Koblenz Alltag. Tagsüber ist der Stuckateurgeselle Mitarbeiter im Koblenzer Stuckateur- und Putzgeschäft von Siegfried und Matthias Schmitz. Nach Feierabend dann Teammitglied im Boxstall FLP um Trainer und Manager Detlef Loritz.
Täglich geht es hier in den Boxring. Anschließend schnürt er die Laufschuhe und legt 10, 15, oft genug in den späten Abendstunden noch 20 Kilometer zurück. Diese Leistungsbereitschaft hat sich ausgezahlt und Dennis Rohnert ist aktueller Juniorenweltmeister der IBF im Cruisergewicht. Die Kehrseite der Medaille? Eine Belastung, die gerade körperlich in Grenzbereiche vordringt. So gilt für ihn wie auch Fußballer André Marx. Jede freie Minute wird dem Sport geopfert, Wochenenden eingeschlossen, wo es entweder in die Wettkämpfe geht oder gleich zwei Trainingseinheiten pro Tag anstehen. Auch hier gilt, ohne Unterstützung der Handwerksbetriebe, der Familie, Freunden und natürlich der Freundin sowie sportlichem Umfeld geht das nicht. Und so ist man Teamworker. Über eine Mannschaft im Sport hinweg hinein in die Betriebe, wo man zusammen mit Kollegen täglich anpackt und ebenfalls Leistungen erbringt. Meine Kollegen sind mir sehr wichtig, also von dem Kleinsten auf bis zum Größten. Ich behandle ihn gleich mit Respekt und bin nicht arrogant. Klar, wenn mir ein Kollege sagt, gib mir das holen und ich bin gerade da, dann hole ich es. Also so ist das hier nicht. Also ist hier kein... Klar, die Älteren, die sind immer noch die... Ich sage jetzt mal, die Führer oder der Hauptmann hier, und auf die wird trotzdem gehört, Geselle hin, Geselle her. So, und je älter die sind, muss man den Respekt zollen. Die Kollegen vom Bau wissen um die Belastung, die Dennis Rohnert auf sich nimmt, und unterstützen ihn so gut es geht. Denn sich auf dem WM-Titel ausruhen, das gilt hier nicht. Und das ist auch gar nicht Rohnerts Anspruch an sich selbst, der eher wenig über sich als Sportler redet und bestenfalls Fragen beantwortet, die ihm dazu gestellt werden. Etwas mehr Informationen bietet da die Internetseite dennis-ronath.hwk-koblenz.de, die im Rahmen der Zusammenarbeit über die Bundesimage-Kampagne durch die Handwerkskammer Koblenz erstellt wurde. Eine handfeste Unterstützung, die signalisiert, das Handwerk steht hinter seinem Stuckateurgesellen und rückt ihn in die öffentliche Wahrnehmung. Dennis Ronath gefällt nicht nur die Internetseite, sondern auch die Unterstützung, und er bringt sich gerne als prominenter Handwerker in die Image-Kampagne des Handwerks ein. Es ist klasse zu wissen, dass man Unterstützung von irgendjemandem bekommt, der mich auch wie mit meiner Website, die das Handwerk gemacht hat, und dadurch auch in Facebook weitergeleitet wird und dass Leute sehen, was ich da mache, wie die Seite aufgebaut ist. Und also finde ich schon eine schöne Sache von der Image-Kampagne, dass sie das für mich machen. Und auch hier mit den T-Shirts und hier die Werbung, also finde ich schon klasse, ist schon mal was. Also ich sage es mal so, das macht auch nicht jeder. So steigt die Wirtschaftsmacht von nebenan mit Dennis Rohnert in den Boxring. Der Handwerker selbst macht öffentlichkeitswirksam Werbung für das Handwerk und transportiert so auch Werte, die für Handwerk und Sport gleichermaßen stehen. Der Leistungsgedanke und Teamwork zählen in beiden Bereichen etwas. Und nur wenn man Hand in Hand Ziele angeht, lassen sie sich auch erreichen. Dass Fußballer André Marx und Boxer Dennis Rohnert als junge Handwerker gerade die Jugendlichen ansprechen und als Vorbild gelten, hat nachhaltigen Einfluss auf die Fachkräftesicherung und Nachwuchsgewinnung. Denn was überzeugt mehr als die authentische Lebensgeschichte von zwei jungen Spitzensportlern, die mit dem ganzen Herzen und aus Überzeugung auch gerne Handwerker sind? Mehr Informationen zur Bundesimage-Kampagne des Handwerks im Internet unter handwerk.de oder hwk-koblenz.de. Die Internetseite dennis-ronath.hwk-koblenz.de informiert auch über die nächsten Termine von Wettkämpfen, bei denen man Dennis Rohnert live erleben und unterstützen kann.